In diesem Modul zeige ich dir eine weitere große Stärke von Tabellenkalkulation neben den Diagrammen. Mit Tabellenkalkulation kann man nämlich auch Werte in Zellen automatisch ausrechnen lassen. Und das ist wieder ganz prima, wenn man zum Beispiel irgendetwas wissenschaftlich auswerten möchte, für Abrechnung oder Kalkulation. Ich zeige dir das, und zwar jetzt am Beispiel der Abrechnung einer Klassenfahrt als Einführungsbeispiel. Beginne ich das Ganze mit einer Überschrift, nenne ich also Abrechnung, Klassenfahrt von einer Klasse, ich nenne sie mal 6a. So, da gibt es dann verschiedene Posten wie Unterkunft, Busfahrt und ähnliches. Die Kosten entweder Einzelpreis pro Person oder Gesamtpreis. Ich mache deswegen eine Spalte Einzelpreis, eine Spalte für die Personenanzahl und daraus kann ich dann den Gesamtpreis oder den Gruppenpreis errechnen. Das wäre zum Beispiel, der größte Posten ist die Herberge, die Unterkunft. Sagen wir mal, das kostet jetzt pro Person 76,50 Euro, Eurozeichen mit Alt-Kr und der Taste E. Enter und macht da sofort das Eurozeichen richtig ran. 27 Personen. Und statt das jetzt von Hand auszurechnen, sage ich jetzt der Tabellenkalkulation, du sollst rechnen. Deswegen tippe ich zuerst ein Gleichheitszeichen. Jetzt weiß die Tabellenkalkulation, ich muss rechnen. Und ich rechne dann entsprechend B4, das ist die Zelle, die den Einzelpreis enthält, mal C4, ist die Anzahl der Personen und erhalte hier den Gesamtpreis. So, ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es besser lesen kann und gehe in den nächsten Posten. Nach der Herberge ist der nächste Standardkosten, dass ich irgendwie da hinkommen muss und wieder zurück. Das kann zum Beispiel mit einem gemieteten Reisebus sein, nämlich Busfahrt. Das sind meistens dann Pauschalpreise für die ganze Gruppe, sagen wir mal 700 Euro. So, packen wir noch zwei Events dazu, vielleicht einen Zoobesuch. Zoo kostet pro Person 16,50 Euro zum Beispiel, ist jetzt ausgedacht. Habe wieder 27 Personen dabei. Und dann kann ich wieder ausrechnen gleich. Der Einzelpreis steht in der Zelle B6. Die Anzahl der Personen steht in der Zelle C6. Das muss ich multiplizieren. Und dann habe ich hier 445,50 Euro für die gesamte Gruppe. Übrigens, Randbemerkung, in den Zellen stehen immer die Ergebnisse. Wenn ich allerdings dann mit dem Cursor darauf gehe, also in die Zelle gehe, sehe ich hier oben in der Eingabezeile den Befehl, mit dem ich das ausgerechnet habe. So, machen wir noch einen vierten Punkt dazu, vielleicht eine Stadtführung. Stadtführung macht man wieder als Pauschalpreis für eine Gruppe, kostet vielleicht 150 Euro. Echte Abrechnungen sind noch ein bisschen größer, aber das soll mir einfach mal reichen jetzt für dieses Beispiel. Deswegen gehe ich jetzt schon in die Summe und sage jetzt der Tabellenkalkulation, bitte rechne doch mal all diese vier Punkte zusammen. Und zwar nicht die Zahlen tippe ich ein, sondern ich tippe ein, in welchen Zellen die steht. Es gibt einen Befehl, der heißt Summe. Dann kann ich die erste Zelle nehmen, das ist die Zelle D4. Wenn ich dann einen Doppelpunkt eingebe und dann die letzte Zelle sage, das ist D7, dann rechnet er alle Zahlen in diesen vier Feldern auf und habe insgesamt Ausgaben von 3.361 Euro. Bei Abrechnung habe ich dann demgegenüber auch entsprechende Einnahmen einzugeben. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Einnahmenseite, was jeder etwas einzahlen muss. Schätze das mal so grob über den Daumen ab, sind vielleicht 150 Euro pro Person. Wir haben wieder 27 Personen. Und dann geht das wieder los. Gleich Feld B10 mal C10. Betrag der Einzahlung mal Anzahl der Einzahlung habe ich 4.050 Euro, die eingezahlt worden sind. Dann kann ich ein Restguthaben erstellen. Und jetzt muss ich von dem, was eingezahlt worden ist, das, was ich bezahlen muss, abziehen. Das heißt, ich rechne wieder gleich. Das Feld D10 minus dem, was im Feld D8 steht. Und siehe da, ich habe 689 Euro über. Und damit kann ich dann zum Schluss noch ausrechnen, wie viel jeder bekommt. Das wäre etwa hier Rückzahlung. Okay, übertragen wir einfach nochmal die Summe nach da. Das heißt, hier soll er das gleiche schreiben wie zwei Zeilen darüber. Also in das Feld D13 dasselbe wie im Feld D11 schon steht. Kann man so sagen. Schreibt doch mal hier bitte das gleiche hin. Und ich habe 27 Personen, dann kann ich rückwärts rechnen. Das ist mein Restguthaben, aufgeteilt auf 27 Personen. Das heißt, hier rechne ich jetzt rückwärts D13 geteilt durch C13. Und sehe da, 25,52 Euro gibt es pro Person zurück. Dann kann ich das Ganze noch ein bisschen schön gestalten. Ich mache das jetzt einfach mal ohne groß zu erzählen. Wie das geht, haben wir ja im Modul 1 erklärt.
So, jetzt sieht das Ganze nett aus und ich kann zum Beispiel kalkulieren, okay, 150 Euro ist ein bisschen viel, da muss ich 25 Euro pro Person zurückschicken. Reicht doch, wenn ich 130 Euro pro Person einzahle. Und jetzt sieht man den großen Vorteil, ich habe hier 130 geändert, hat er sofort den Gruppenpreis angepasst, das Restguthaben angepasst und entsprechend auch die Rückzahlung angepasst. Das heißt, jetzt habe ich das Ganze so aufgebaut, dass ich mit den Zahlen spielen kann. So knapp zu kalkulieren empfiehlt sich übrigens nicht. Es kann ja auch mal sein, dass ein paar Leute krank werden. Gerade in Corona-Zeiten, sagen wir mal, es werden 5 Leute krank, dann fahren nur 22 mit. Busfahrt bleibt, Zoobesuch geht auch auf 22 runter. Dann habe ich entsprechend aber auch nur 22 Leute, die einzahlen. Und dann stelle ich fest, upsi, jetzt habe ich zu wenig eingenommen. 22 Personen, muss ich hier übrigens auch noch sagen, kriegen das Geld zurück, beziehungsweise müssten dann 1,64 Euro nochmal nachzahlen. Oder ich sage vorher, bitte mach doch lieber 140 Euro pro Person. Dann habe ich auch bei 22 Leuten eine kleine Rückzahlung pro Person. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, die Kosten einer Klassenfahrt abzuschätzen und dann, wenn die Fahrt stattgefunden hat, die Zahlen den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Klassisches Beispiel, eine Abrechnung mit einer Tabellenkalkulation. Ihr ahnt schon, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Viel Spaß beim eigenen Editieren. Macht's gut.